So, willkommen hier zurück zu Resident Evil 2. Okay, wir haben das fehlende Teil endlich gefunden. Und ich möchte aber trotzdem nochmal gucken, ob nicht hier die begehrte Karte ist, die uns noch fehlt. Ich bin auch gerade überlegen, wie ich da jetzt am schnellsten hinkomme. Durch den Lagerraum? Ne, wir gehen durch die Bibliothek, oder? Weil an denen, da will ich hier nicht vorbei. Deswegen, und da ist auch noch einer. Jetzt komme ich an dem wenigstens vorbei. Ja, an dem komme ich vorbei. Tschüss. Ach ja. Da so, da habt ihr das mal gesehen, was passiert. So, das war das Messer. Schade. Ich hätte es aber trotzdem gerne wieder. Deswegen muss ich mir das mal gerade holen. Es wird wahrscheinlich gleich der Typ hier kommen, aber egal. So. Wir gehen jetzt links rum wieder raus hier. Muss hier dann auch nicht mehr hin. So, wo ist der kleine Scheißer? Da kommt er die Treppe hoch. Hallo, na? Ich weiß, wo ich in Sicherheit bin. Vor dir. Da gehe ich jetzt auch hin. So. Endlich Ruhe. Okay. Das legen wir mal gerade ab. So, Heilung muss ich mitnehmen. Das hatte ich ja vorhin genommen. Ich nehme mal ein normales kleines Kraut mit, ne? Das müsste eigentlich reichen. So, Messer haben wir dabei. Pistolenmuni habe ich immer noch keine weitere gefunden. Großkaliber. Doch, hier haben wir noch zwei Schuss. Die könnte ich gerade mal nehmen und damit mal nachladen. Gut. So, ich hoffe, dass die Karte da ist. Ich hoffe es so sehr. Problem ist, dass wir immer noch Commander Licker dann in der Nähe haben, aber naja, was soll ich machen, ne? Granate oder Messer? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es doch nicht. Okay, das ist im zweiten Stock. Im zweiten Stock durch das Wartezimmer. Ja. Okay. Gut, Tür raus. Ciao. Ja, zweiter Stock. In der Hoffnung, dass wir dort richtig sind. Da ist halt ein Licker drin, ne? Deswegen, das ist das Problem. Ich rüste sonst einfach gleich mal die Granate aus, wenn mich der Licker wirklich... Oder? Ich weiß halt nicht, ob das ausreicht, ob die den killt. Das ist, wo soll die sonst sein, die Karte? Wir kommen ja danach nicht mehr zurück, deswegen... Die kann nur noch da sein. Die lag in keinem Tresor. Es gibt auch keine Tresore mehr. So, Vorsicht. Das ist nicht euer Ernst. Ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Die lag die ganze Zeit hier drin. Ich krieg die Krise. Ich krieg grad die Krise. Meine Fresse. Okay, da muss man wirklich blitzschnell sein. Also wenn man das nicht weiß, ne, dann ich hätte jetzt schon längst den Granatwerfer haben können. Verdammte Scheiße. Es ist gerade so ärgerlich. Es ist so ärgerlich. Ja, gut. Dann müssen wir nochmal rüber auf die andere Seite. Und ja. Im Prinzip ihm hinterher. Scheiße. Ich muss ihn jetzt abhängen, es hilft nichts. Oh Mann, ist das nervig. Aber dadurch ist das Spiel halt auch immer wieder ein bisschen anders, ne? Das darf man nicht vergessen. Das Spiel ist definitiv immer wieder ein bisschen anders dadurch, weil er ist natürlich immer an anderer Stelle und deswegen... Hau bloß ab. Der geht jetzt auch nach rechts, ne? Ich glaube, der geht ja... Wir müssen ihm jetzt hinterher gehen. Das ist natürlich scheiße. So, jetzt denkt er nochmal kurz über sein Leben nach, wie scheiße das alles ist und geht wieder. Oh Mann. Also Leon Run war ein Scheißdreck hier gegen, gell?
Ohne Mist. Die Leon Run war definitiv ein Scheißdreck. Okay, Tür zu, Affe tot. Das Ding ist, es ist ja direkt hier vorne, ne? Es ist also nicht weit, aber das Problem ist, er kann genauso schnell wieder zurück sein. Und es ist noch ein Licker hier vorne. Ich weiß halt nicht, wo der rum ist. Aber eins weiß ich. Wenn ich jetzt die Keycard da reinstecke, dann kann mich der Licker am Arsch lecken. Weil dann habe ich nämlich was, um mich zu wehren. Boah, der war die ganze Zeit da oben drin. Ich hätte mir den die ganze Zeit schon holen können. Das ist so scheiße einfach. Oh Mann, ich habe es mir so schwer gemacht. Aber gut, woher soll ich das wissen, ne? Aber das war letztendlich die letzte Möglichkeit, wo es noch sein hätte können. Es war ja keine andere Möglichkeit mehr da. Der konnte ja nur noch hier sein. Okay. Ah, okay, andere Seite. Chief Irons Büro, Privatsammlung, Wartezimmer, Eingangshalle, alles klar. Oh Mann. So. Ja. Eigentlich jetzt nur noch rüber auf die andere Seite. Das war es mir wert. Tut mir leid, aber was soll ich wissen, dass die da liegt? Es liegt doch alles anders, woanders jetzt hier bei Claire. Also zumindest teilweise liegen die Sachen hier woanders. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hätte es so einfach haben können. Ich hätte so viele. Aber andererseits habe ich jetzt jede Menge Granatenmunition. Ich glaube, so viel hat keiner. Weil ich habe nicht eine Granate natürlich verschossen. Was ja ganz gut ist eigentlich. So, also von daher, huch. Oh, ich sehe gerade, ich komme ja hier gar nicht. Ach, muss ich jetzt wieder übers Dach? Ja, ich muss übers Dach, ne? Ja, ich muss natürlich jetzt wieder übers Dach. Ich hoffe, ich komme da jetzt lang. Ich wüsste nicht, dass ich da anders hinkomme. Aber ich glaube, der ist genau auf der anderen Seite, ne? Ich glaube, der kommt hier nicht lang. Es sei denn, er bricht jetzt hier durch die Wand. Dann kriege ich die Krise. Dann gibt es eine fette Granate in die Fresse, mein Freund. Oh, so, hier unten hat hier alles eingesammelt. Ja, dann, Prost Mahlzeit. Ab nach oben und weg. Aber ganz schnell hier raus. Ich habe keine Lust mehr auf den. Ich weiß nicht, wie viele Folgen wir jetzt mit dem hier rumgemacht haben. Gott sei Dank. So, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Wir haben alles eingesammelt. So, Claire kriegt halt nicht die Kurbel, aber das ist egal. So, tschüss, Arschloch. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt gucke ich gerade nochmal, aber wir müssten jetzt alles haben. In der Leichenhalle habe ich ein Kraut vergessen. Scheiß, egal. Das interessiert mich nicht. So, das. Da haben wir alles. Und da haben wir auch alles. Gut. Gott sei Dank. So. Schulterschaft GM. Das ist das. Okay, nehmen wir mal. Jawohl. Dafür war der. Soll ich den mal dran lassen? Ich lasse den mal kurz im Inventar, glaube ich. Nur für den Fall. Nur für den Fall. So, und jetzt können wir uns endlich die Schlüsselkarte holen. So, warte, Privatzimmersammlung. Achso, das war hier hinten, stimmt. Halt, falsche Tür. Nein, hier. Ich muss dafür nicht den Safe Room verlassen. Alles gut. Wahrscheinlich kommt er jetzt hier durch die Wand. Dann kotze ich.
Was kann er eigentlich nicht? Ich habe die Schaltschrankteile vergessen. Natürlich. So, ich höre ihn gerade, aber er kann ja nicht hier rein. Also alles gut. Tja, mein Freund. Das würde mich jetzt belasten, nicht wahr? Wenn ich jetzt hier nicht reinkäme. Aber so ist das nun mal. Man hat es nicht einfach im Leben. So. Schlüsselkarte und raus. Oh, okay. Alright. So, wie war das? Es müssen beide hinten ankommen, ne? Also im Prinzip... Oh, das ist neu. Warte mal, der Chord. Die müssen beide hier unten... Ah, das war doch letztes Mal, aber mit Leon war das ein bisschen anders, oder? Glaube ich. Wie komme ich denn da runter? Ah, so. Nee. Warte mal. Das kann irgendwie nicht so ganz sein. Wie kriege ich denn den dann dahin? Das ist eine gute Frage. Hä? Wie soll denn das funktionieren? Okay. Das ist jetzt sehr merkwürdig. Das verstehe ich gerade nicht, wie das hier unten ankommen soll. Warte mal, der muss von hier, muss der kommen, oder? Ich kann den nur hier runterleiten. Okay, dann kann ich dahin leiten, anders geht's nicht. Ich könnte ihn hier noch hinleiten, so. Aber dann kommt er hier unten nicht an. Ah, so. Ah, daher muss der. Okay, alles klar. Habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Er muss einmal außen rum. Alles klar. Endlich. Die suchen nach dir. Naja, nicht ganz. Es wird nicht Zoe sein. Hello. Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. Where is that? In the neighborhood. You'll find it. Sherry, all right? For now. You bastard, if you hurt her. Stupid kid. If you just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go. Don't worry, Sherry. It'll be all over soon. There has to be a way out of here. Oh, wie cool! Chief Irons entkommen. Wir können... Ah, Charakterwechsel. Super! Oh Gott, was eine hässliche Puppe. Was eine hässliche Puppe. Leck mich am Arsch. Das war mega gruselig. Und naja. Wo sind wir denn jetzt hier? Ist das... Hat der Irons vielleicht noch Kinder? Und das ist ein Kinderzimmer hier? Oder was ist das? Wo ist denn der hier? Oh, was haben wir denn da? Ah! Nee, nicht so ganz, oder? Warte mal, nee. Moment, ich guck mir die Puppe mal an, das ist bestimmt irgendwas mit... Ah, schau an. Die Puppe ist trotzdem gruselig. Ein verwitterter alter Steinblock. So, lass mich raten. Aha. Okay, oben und unten muss es wohl passen, so wie ich das sehe. Was kann ich denn machen? Ah, ich kann das so drehen. Ach du Scheiße. Okay. Das sieht gut aus. Das eher nicht so. Warte mal, ich tausche die nochmal. Und gucke hier nochmal gerade nach dem rechten. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt hier noch. Nee, da passt der Stern nicht. Ah, Scheiße.
Moment. Das sieht eigentlich, kann ich die nicht auch, ich kann den nur so drehen, ne? Warte mal, ist auf dem auch ein Kreis drauf und ein... Gut, der würde aber nicht dahin passen. Der würde aber vielleicht hier auch hinpassen, wenn ich das entsprechend ändere. Nee, würde er nicht. Aber der passt, warte mal, was passt denn nach außen? Lass uns doch erstmal die äußeren Ränder gucken. Der passt zum Beispiel auch nach außen, guck mal. So, und dann passt der aber nicht mehr zu dem, aber vielleicht der. Moment, passt der hier vielleicht? Nein, dann vielleicht der. Ich muss ja erstmal die äußeren Blöcke finden, dass die richtig sind. Und dann muss in der Mitte das auch noch passen. Okay, das ist nix. Hier, gerade gucken, der hat keine Pyramide. Hat der hier eine Pyramide? Ja. Gut, dann kann es jetzt eigentlich nur noch so sein. Scheiße, nee, ist es nicht. Da muss eine Pyramide und ein Stern sein. Okay. Nee, das passt auch nicht dahin. Okay, dann ist der, dann muss der hier hin wahrscheinlich. Oh, der passt da auch nicht lang. Der passt da auch nicht hin. Okay, dann passt der nicht. Dann muss. Warte mal, dann machen wir den mal nach außen. Das geht nicht. Okay, der kann nicht nach außen. Aber der. Die Gefahr, dass der jetzt schon mal hier war, egal. So, der. Das wird aber nichts, weil da kein Stern ist. Dann machen wir mal so. Aha, guck an. Nur ein bisschen rumprobieren. Alles gut. Eine Schere. Okay. Ich glaube wohl kaum, dass ich mit der Schere das Schloss einfach aufmachen kann, oder? Nee. Aha. Oh, guck mal. Resident Evil 7 lässt grüßen. Schön. So, das sieht doch gut aus. Da können wir da raus, oder? Scharfe Schere. Aber eine sehr scharfe Schere, wenn so ein dickes Pappmaché einfach... Ja, das ist eine gute Frage, was das hier ist. Ist ihm seine Wichskabine hier oder was? Hier beobachtet er die ganzen Leute. Claire ist da nicht zu sehen, okay. Wo bin ich denn hier bitte? Ach, wart. Das ist das Waisenhaus, hundertprozentig. Ello. Ach, guck mal, deswegen ist hier zu. Kann ich das nicht einfach aufmachen? Da ist doch nur eine Schnur davor. Kann ich auch rennen? Ja, aber nicht sehr schnell. Komme ich nicht durch. Was haben wir denn hier? Sallys Tagebuch. 4. Januar. Ich liebe Mittwoche. Da bekommen wir nämlich Knabberkram und Eis. Mein letztes Waisenhaus war furchtbar. Die Lehrer waren alle fies. Immer nur lernen, lernen, lernen und niemals Eis. Hier ist es einfach furchtbar toll. 10. Januar. Heute haben wir wichtige Regeln bekommen. Alle müssen Tagebuch schreiben, sich untersuchen lassen und wir dürfen nicht mehr alleine raus. Ist aber gut, dass wir nicht zur Schule müssen. Ich will nicht wegen meiner alten Klamotten gehänselt werden, besonders nicht von dem, der sie früher getragen hat. 16. Januar. Heute kommt der Waisenhausdirektor, deshalb werde ich mein blau kariertes Lieblingsoutfit anziehen. Der Direktor ist sehr groß. Er hat einen Schnurrbart und er ist Polizist. Oh Gott, Irons ist auch noch... Irons ist auch noch der Direktor vom Waisenhaus. Ah, okay. Wie heißt denn nochmal dieses Horrorspiel mit dem kleinen Jungen? Mit dem blauen Anzug. Mit dem blauen Schlafanzug. Kommt gerade nicht drauf. Da musste man auch Schubladen rausziehen, um da hochzuklettern. Es geht doch sowas von schief. Wir werden hier nicht rauskommen, glaube ich nicht. Zumindest nicht so ohne weiteres. Wie konnte ich nochmal hocken? Ach so. Ah ja. Oh, großer Gott. Ist ja schon schön, ne? Aber irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwie...
Ja, aber warte mal. Ich glaube nicht, dass die aufgeht. Das wäre zu einfach. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Ja. Und wer hat den Schlüssel wohl? Na? Könnt ihr euch doch denken, wer den Schlüssel hat. Toms Tagebuch. 5. Februar. Vor 2 Monaten habe ich Oliver einen Brief geschrieben. Immer noch keine Antwort. Nichts. Aber so ist das immer, wenn einer adoptiert wird. Er lebt bestimmt wie ein König in einem prächtigen Haus und hat uns vergessen. Ich dachte immer, Oliver wäre anders und würde immer mein Freund sein. Da lag ich wohl falsch. 8. Februar. Anne hat heute den Kleinen eine Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, dass alle Kinder, die adoptiert werden, von den schwarzen Männern gefressen werden. Deshalb hört man nichts mehr von ihnen. Ich weiß zwar nicht, woher sie ihre Ideen hat, aber sie wäre bestimmt eine gute Autorin von Horror-Schundromanen. Das ist Schundromane? Sowas kennt doch kein Kind. 13. Februar. Hier stimmt was nicht. Und zwar nicht nur Annes Geschichten. Versteht mich nicht falsch. Ich war schon an schlimmeren Orten und wir werden zwar von einem großen Pharmakonzern gesponsert, aber warum dürfen wir niemanden anrufen und nicht raus? Warum sind hier so viele Ärzte? Und was sind das für Spritzen jeden Tag? Ist ja fast wie... 14. Februar. Ich werde adoptiert. Ja, ich. Die meisten Leute nehmen kleinere Kinder und ich dachte immer, ich wäre zu alt. Aber ich freue mich schon. Ach was, ich bin total aus dem Häuschen. Am 20. reise ich hier ab. Ich werde alles tun, um ein guter Sohn zu sein, auf dem deine Eltern stolz sein können. 19. Februar. Oliver ist heute mitten in der Nacht aufgetaucht. Er war total fertig und schrie um Hilfe. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Seine Gesichtshaut blätterte ab. Die Lehrer und Ärzte kümmerten sich jetzt um ihn. Sie sagen, es sei nur eine Hautkrankheit und er würde bald wieder gesund. Dann können wir wieder zusammen Abenteuer erleben. Achso. Seine Haut ist abgeblättert. Ich sag doch. Das habe ich beim Leon Run schon gesagt. Das Waisenhaus, das hat einen Grund, warum das von Umbrella finanziert wird. Kinder, die niemand vermisst. Ne? Eins und eins zusammenzählen. Da weißt du Bescheid. Hier hat er sich verkrochen. Na klar, ist er das. Ja, tollen Musikgeschmack. Oh, eine Schreibmaschine zum Speichern? Tatsache, ich kann speichern. Wow. Das Tagebuch. Wenn du das liest, ruft die Polizei. Hint sind schwarze Männer, die alle auffressen. Ne, hier sind viele schwarze Männer. Hilfe, sie kommen, Hilfe, Mami. Oh Gott. Okay, ich habe aber mit ihr keinen extra Charakter. Also ich speichere jetzt mit Claire. Alles klar. Was zur Hölle? Oh, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Es gibt ja noch DLCs. 3 kostenlose. Und ich glaube, sie ist diejenige, einer derjenigen, die man spielt, oder? Alter, was hat der mit der angestellt? Ist die tot? Der ist doch jetzt hier. Was will ich denn hier? Warum sollte ich jetzt zu... Ah. Ja, na klar. Als ob das jetzt funktioniert. Wo are you going, Sherry? I told you to stay put. You need to learn to listen. Leave me alone. Just please. Time to teach some manners. You little bitch. You're gonna pay for this. Ah, you little shit. You hear? Das hat er sowas von verdient. You are gonna be so fucking sorry. Go away. Das ist eine richtige Antwort. No way. Ja, hier ist niemand. Ich glaube, die haben die alle ins Labor verschleppt. Nö, das wüsste ich. Huch, da wollte ich gar nicht drauf. Okay. Ich kann ja hier sonst nicht weg, ne?
Muss mal gucken, der müsste eigentlich jetzt die Schlüssel haben, um die Türen hier aufzumachen, oder? Ja, ja, da macht er erstmal zu. Ja, ja, schön. Hey, das schöne Papphaus. Where are you? Show yourself. I know you're in here. Ja, schleichen kann ich. Ich musste schon Margarete entkommen. In Teil 7. Das war ein Kinderspiel. Margaret war nun wirklich kein angenehmer Gegner. Ja, ja. Scheiße, er kommt noch zurück. Scheiße, wo muss ich hin? Okay, hier bin ich erstmal sicher, oder? So, was hast du vor, Irons? Was hast du vor? Oh, war glaube ich doch keine gute Idee, hier hinzugehen. Oh oh, oh oh. Ich glaube, ich bin hier falsch. Oh, okay, okay. Das war richtig. Ja. Der Schlüssel. Okay, Schlüssel und Haupttür, oder? Komm. Schlüssel? Eisenhausschlüssel. Okay. Hier! Tschüss! Ja, ja. Ist doch nichts wie raus hier. Nicht hier festhängen, nicht hier festhängen. Bitte raus, raus hier. So. Und die Haupttür raus. So, schnell. Nix sie weg hier. Wie? Oh nö, was? Scheiße, und jetzt? Boah, der hat die Tür vorne verrammelt, oder? Kann das sein? Boah, nix sie weg. Schließ die Tür ab, schließ die Tür ab, und zwar schnell. What? Nein, nein. Uah, scheiße. Ich hab fast da reingerannt. Hä, wie kam der jetzt so schnell da durch? Oh, ich bin falsch gelaufen, glaube ich. Ja, ich... Oh, scheiße. Oh, nein. Ach, fuck. Oh, nö. Ernsthaft? Ach, scheiße. Ich hätte links lang gemusst. Ja, toll. Wusste ich nicht. Oh. Okay, passt. Da können wir nochmal spielen. Alles gut. Ciao. So, dann müsste ich jetzt... Muss ich jetzt trotzdem versuchen, die Tür aufzumachen? Oder kann ich jetzt direkt abhauen? Dann würde ich das doch machen. Ich kann auch direkt hier rein. Sehr gut. So, ich kann das nicht abbrechen, ne? Nee. Okay. Hä? Was? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Wo muss ich denn hin? Muss ich wieder hoch? Nee. Nein. Warte mal. Nein, will ich nicht. Hä? Das bringt mir doch hier gar nichts. Wieso soll der auf assistiert umschalten? Was für ein Quatsch ist das denn? Ich habe hier nicht mal eine Waffe. Spiel. Entschuldigung. Hä? Wo muss ich denn hin? Da ist doch nur das Badezimmer, oder nicht? Ach nee, der hat ja hinten auch noch eine Tür, oder? Oder? War da auch noch eine Tür? Aber... Hä, wo? Moment, ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Nee, da ist nur das Schlafzimmer. So, Büro des Direktors. Eingangshalle. Hä, wo muss ich denn hin?
Warte, ich probiere noch was. Also das, hier komme ich ja nicht raus. Und wenn ich rechts lang gehe, geht's nicht. Warte mal, gibt's hier noch eine Tür? Nee. Hey, gibt's doch sonst keine Tür? Ich muss doch hier durch. Büro des Direktors. Und da ist die Schreibmaschine. Hä? Wo soll ich denn hinlaufen? Ich verstehe das nicht. Wo muss ich denn hin? Oh Mann. Okay, Leute. Ich muss leider eine Aufnahmepause machen. Tut mir leid. Ich verstehe nicht, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Das ist mir echt ein Rätsel gerade. Okay, ich muss das nochmal machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Okay, bis dann.